Der EasyPark-Assistent unterstützt den Fahrer beim Einparken. Der Assistent wird mit dieser Taste an der Mittelkonsole aktiviert. Die Kontroll-LED im Schalter leuchtet auf und das entsprechende Menü im Multifunktionsdisplay wird geöffnet. Das System kann 4 unterschiedliche Parkvorgänge durchführen. Das Fahrzeug längs zur Fahrbahn einparken, das Fahrzeug quer zur Fahrbahn einparken, das Fahrzeug schräg zur Fahrbahn einparken und ein längs zur Fahrbahn eingeparktes Fahrzeug ausparken. Zuerst ist im Menü die Einparkrichtung zu wählen, quer, längs oder schräg, und dann zu bestätigen. Jetzt ist der Blinker auf der betreffenden Seite zu setzen. Solange das Fahrzeug langsamer als ca. 30 Stundenkilometer ist, erfassen und erkennen die Ultraschallsensoren des Systems freie Parkmöglichkeiten. Wird ein geeigneter Parkplatz gefunden, so wird ein P im Multifunktionsdisplay angezeigt. Es ist anzuhalten, sobald die Meldung Stopp angezeigt und ein akustisches Signal ausgegeben wird. Jetzt wird das Einparkmanöver an das Fahrzeug delegiert und der Fahrer braucht nicht mehr zu lenken. Allerdings muss er den entsprechenden Gang wählen, sowie Fahrpedal und Bremse bedienen. Und natürlich den Anweisungen im Multifunktionsdisplay folgen. Zur besseren Orientierung steht die übliche Einparkhilfe selbstverständlich zur Verfügung. Am Ende des Einparkvorgangs erlischt das P im Display. Es wird ein akustisches Signal ausgegeben und die Meldung Manöver beendet angezeigt.